So, jetzt habe ich aber auch schon wieder fast. Okay. Die blauen, blaue. Kornblumenblaue Augen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und damit zum dritten Teil meines Lesejahres 2020. Wir haben jetzt dann noch einen Teil vor uns und ja, ich würde sagen, dass die zweite Jahreshälfte sehr New Adult lastig war, ist mir jetzt zumindest beim Raussuchen der Bücher aufgefallen. Aber ich habe schon dieses Jahr meinen Vorsatz umgesetzt, mehr Fantasy zu lesen. Und das werdet ihr dann auch auf jeden Fall dann in den kommenden Wochen, Monaten, wie auch immer, feststellen, hoffe ich zumindest. Aber wir ziehen jetzt einfach das Video nicht in unnötige Längen, sondern wir starten dann auch direkt. Ich habe mir wieder Goodreads geschnappt, deswegen habe ich das Handy auch. Ich werde mir das jetzt einfach irgendwie versuchen zu drapieren und hoffen, dass es nicht abstürzt. Und ja, wir fangen am besten einfach an mit einer ganzen Reihe. Und zwar habe ich im Sommer, das war im Juli, sind wir jetzt so ganz grob, Pi mal Daumen, einen ganz großen Reread der Again-Reihe gestartet. Und natürlich darf hier Begin Again nicht fehlen. Ich habe die Geschichte auch beim zweiten Mal lesen wieder sehr geliebt. Ich meine, Caden ist ein absoluter Bookboyfriend und mochte ich sehr, sehr gerne. Hat von mir 5 Sterne bekommen. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es ist einfach, ja, wie so ein Nachhausekommen, wenn man Wurzel dann auch entdeckt. Und so war es dann auch beim zweiten Teil, nämlich Trust Again, hat von mir tatsächlich nur 4 Sterne bekommen, weil es mir dann doch ein bisschen so zum Ende hin überspitzt wurde. Ich mochte die Protagonisten sehr, sehr gerne und ja, kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Dann kam, wenn wir bei der Again-Reihe sind, Feel Again mit Isaac und Sawyer. Mochte ich auch unglaublich gerne, auch dass die vor allem hier fand ich einfach richtig gut, dass auch mal die Rollen vertauscht worden sind. Also, dass die Protagonistin mal so richtig tough ist und ja, der Protagonist dann halt eher so dieser Shy Guy, Good Guy, wie auch immer. Mochte ich sehr, sehr gerne. Hat von mir auch 5 Sterne bekommen. Also, ja, sind einfach echt gute Bücher. Am schwächsten von der ganzen Reihe fand ich tatsächlich Hope Again, weil ja, ich konnte einfach weder mit Everly noch mit Nolan groß connecten. Also irgendwas hat mir da gefehlt. Das Buch hat sich auch echt lang gezogen. Also wir haben, also Bibi und ich hatten die Bücher in 5,5 Tagen durchgelesen und wir haben allein 1,5 bzw. knapp 2 Tage für dieses Buch hier gebraucht. Und die anderen haben wir teilweise innerhalb von einem Tag runtergesuchtet gehabt. Also ja, hat von mir 3 Sterne bekommen. Dann hatte ich tatsächlich einen Reread innerhalb des Jahres. Also ich hätte Anfang des Jahres, ich meine im März, nämlich Dream Again bereits gelesen. Und ich habe es im Juli einfach nochmal direkt gereadet. Und beim zweiten Mal lesen hat es mir so gut gefallen. Ich habe so viele Dinge nochmal entdeckt. Und es war einfach richtig schön. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die komplette Again-Reihe so aussieht. Also überall sind Post-its drin, weil einfach so viele schöne Stellen drin waren. Und Charaktereigenschaften und. Hat von mir auch 5 Sterne bekommen. Mochte ich sehr, sehr gerne. Dann das nächste Buch muss ich euch tatsächlich einblenden, weil ich es schon gar nicht mehr da habe. Und zwar habe ich noch Fairy Boy von Elena Lucian gelesen. Fairy Boy ist eine Geschichte aus der LGBTQ Plus Community aus dem Main Verlag. Die haben sich da so ein bisschen drauf spezialisiert, queere Literatur ja, zu veröffentlichen. Und ja, es war mein erstes bewusstes Buch mit LGBTQ Plus Inhalten. Das Buch hatte eine sehr heftige Thematik, ging mir teilweise zu schnell auch alles. Also ich weiß nicht, das Buch hatte, meine ich, so roundabout 300 Seiten und das war so die ganze Zeit, also ich konnte mich in dieses Buch gar nicht so richtig reinfallen lassen.
Und es kam mir so vor, als würde man hier die ganze Zeit durch das Buch preschen. Und ja, mir ging das alles ein bisschen zu schnell. Ich mochte aber den Schreibstil sehr gerne. Ich mochte die Charaktere sehr gerne. Ich mochte auch die ganzen Twists im Buch ganz, ganz gerne. Aber ja, wäre jetzt halt nichts, was ich jetzt nochmal lesen wollen würde. Hat von mir, meine ich, 3,5 Sterne bekommen. Ja, weil halt, wie gesagt, es ging mir halt einfach alles viel zu schnell. Und wenn man sich nicht in die Geschichte fallen lassen kann, finde ich das sehr, sehr schade. Und ja, genau. Dann, next book ist nochmal ein New Adult Roman. Und zwar ist das A Wish for Us von Tilly Cole. Ich hatte ja schon im April, meine ich, All Your Kisses gelesen, was für mich ein absolutes Jahreslebenshighlight war. Ich habe geheult bis zum geht nicht mehr. Und auch A Wish for Us lässt kein Auge trocken. Ich habe dieses Buch sehr geliebt, obwohl ich einige Kritikpunkte hatte, weil ich einfach fand, dass der Protagonist nicht so dargestellt worden ist, wie er es verdient hätte. Insgesamt hat das Buch von mir 4 Sterne bekommen, hat auch unglaublich viele Post-its wieder drin. Also ich habe wirklich 2020 mein Markier-Flash also entdeckt. Aber kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß auch, dass einige in der Community A Wish for Us lieber mochten als All Your Kisses oder andersherum. Für mich ist es halt All Your Kisses gewesen, für die anderen war es halt A Wish for Us. Genau. Dann hatten wir ein Young Adult Buch und zwar Wie is for Virgin von Kelly Oram. Dieses Buch war sehr, sehr kontrovers und auch mich verbindet zu diesem Buch eher so eine kleine Hassliebe. Ich mochte bisher die Bücher von Kelly Oram sehr, sehr gerne. Aber bei diesem Buch war einiges nicht so ganz klar. Es war ein schnelles Leseerlebnis, das auf jeden Fall. Ich habe das Buch auf der Fahrt zu meiner Liebsten Hanna als Hörbuch gehört und ich bin, meine ich, so 4 Stunden gefahren und dann war das Buch halt rum. Und ja, gab sehr viele wichtige Thematiken, die aber irgendwie immer teils nur so angeschnitten worden sind. So ganz von der Moral her habe ich es auch nicht verstanden. Ja, hat von mir 3 Sterne gekriegt. Ich denke, wenn ich etwas jünger gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich sogar noch richtig gut gefunden. Aber so mit meinem Alter ist es halt so. Kann man lesen, war so ein gutes Buch für zwischendurch. Dann hatte ich noch mal einen Reread und damit auch, glaube ich, ja, es ist das erste Fantasy-Buch. Und zwar hatte ich die Drachenkämpferin von Dizia Troisi gereadet, gemeinsam mit meinem Mann. Also er hat es zum ersten Mal sozusagen gelesen, gehört. Wir haben es nämlich als Hörbuch gehört auf Audible. Und für mich war das der x-te Reread und auch hier, ich kann euch einfach nur sagen, diese Bücher, die haben einfach meine ja, komplette Teenie-Zeit einfach geprägt. Das ist eine unglaublich schöne Fantasy-Geschichte in einer richtig tollen High-Fantasy-Welt. Auch hier zeige ich euch einfach jetzt mal wieder, wie wahrscheinlich auch in so ziemlich jedem Video, in dem das Buch vorkommt, diese wunderschöne Karte. Also absolute Liebe für die Bücher von Lizia Troisi und ja, hat von mir natürlich 5 Sterne bekommen. Aber es ist halt einfach auch ganz viel Nostalgie in dieser Reihe drin. Dann muss ich euch wieder ein Buch einblenden, weil ich es nicht da habe, weil dieses Buch ein absoluter Flop war. Deswegen drehe ich auch tatsächlich kein Video mit den Jahresflops, weil ich erwähne es ja hier in den Videos so oder so. Ich würde, glaube ich, sonst mit meinem 2020 Wrap-up niemals fertig werden. Aber Wildflower Summer von Kelly Moran. Ich habe es aussortiert. Ich habe es aussortiert, weil es einfach so grottig war. Ich hasse es über Bücher, also so über Bücher zu reden, aber ich mochte es einfach gar nicht. Ich mochte die Protagonisten nicht. Ich mochte die Thematik von dieser Geschichte nicht. Der einzige Pluspunkt war, man kam schnell durch. Der Schreibstil war ganz okay. Das Setting war traumhaft, auch wenn man nicht so viel vom Setting mitbekommen hat, weil sich einfach gefühlt alles auf dieser Farm abgespielt hat.
Aber ich mochte einfach, also ich konnte einfach nicht mit den Protagonisten verknüpfen. Das waren teilweise Stellen in diesem Buch, wo ich mir einfach nur gedacht habe, so ja, okay. So kornblumenblaue Augen und dann immer auch wieder so ein bisschen Körperbetonung bei der Beschreibung verschiedener Körperteile. Fand ich jetzt nicht so geil. Hat von mir 2 Sterne bekommen und ist direkt aus dem Regal geflogen. Also ja, manche mochten es, ich mochte es nicht. Ist vollkommen okay. Genau. Dafür hatte ich dann wieder ein Buch, das mich wirklich zum Lachen gebracht hatte. Und zwar war das The Opposite of You von Rachel Higginson. Ich hab's einfach nur geliebt. Ich hab's einfach nur geliebt. Und ich würde wahrscheinlich nachwirken, dem Buch sogar 5 Sterne geben. Ich habe ihm nämlich ursprünglich mal 4 Sterne gegeben. Weil an dieser Stimme war. An dieser Stimme. An diesem Buch war einfach so viel stimmig. Es war einfach genial. Ich habe es einfach geliebt. Man ist einfach durch die Seiten geflogen. Man hat Tiefgründigkeit gehabt. Man hatte aber auch diese Leichtigkeit, was man sich einfach von einem richtig schönen Roman erhofft. Und ich habe damit wunderschöne Lesestunden gehabt. Also ich glaube, nachwirkend kriegt das Buch von mir sogar jetzt echt noch 5 Sterne, weil es ist einfach so gut in Erinnerung geblieben. Und ja, hat mich sehr begeistert. Dann habe ich ein Buch von Emma Scott gelesen. Und zwar Never Doubt, Zweifle nicht, heißt, glaube ich, übersetzt. Mochte ich sehr, sehr gerne, war ein ultra schönes, poetisches Buch. Es war tiefgreifend, hatte auch hier wieder mehrere Zeitebenen drin, was ich unglaublich schön fand. Ich mochte die Protagonisten einfach so, so gerne. Also Willow und Isaac waren einfach so perfekt miteinander und gleichzeitig auch irgendwie so unperfekt und ich habe geheult bei dem Buch. Für mich war es einfach wirklich ein Highlight. Und ja, ich fange gerade an zu heulen. Das ist nicht fair, wenn ich an dieses Buch denke. Aber wenn wir schon beim Heulen sind, ich hatte letztes Jahr auch eine Premiere, denn ich habe bei einem Sachbuch geheult. Und zwar ist es I'm a Nurse von Franziska Böhler und Jerka Kubsova. Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. Dieses Buch habe ich in einem Nachtdienst in meinem Nebenjob runtergesuchtet. Ich glaube, ich war nach 4 Stunden durch und dann saß ich da und dachte nur so: Oh mein Gott, das ist ein Jahres-, Lebens-, Berufshighlight. Weil dieses Buch unglaublich viele Thematiken aufgreift. Mit dem Fingerzeig natürlich ein Stück weit auch auf die Politik, was sich einfach auch im Gesundheitssystem ändern muss. Ich habe so viele Situationen in diesem Buch drin gehabt, wo ich mir nur gedacht habe, so, was soll das? Ich kann euch mal, um euch einfach mal, ja, sozusagen zu demonstrieren, wie krass dieses Buch einfach auch anfängt, mal die ersten paar Zeilen vorlesen. Es ist auch richtig gut aufgeteilt. Also es hat ein Vorwort, dann kommt was zur Geburt und Kindheit, kranke Kinder, dann kam noch was fürs Mitten im Leben, also so diese mittlere Lebensspanne, das Alter und das Sterben und dann natürlich auch das Plädoyer. Und aber ich lese euch jetzt gerade einfach mal kurz ein paar Zeilen aus dem Vorwort vor, weil dieses Buch hat mich einfach so geprägt letztes Jahr und ich glaube, jeder, der irgendwo im medizinischen, gesundheitstechnischen Bereich unterwegs ist, kann es irgendwo nachvollziehen. Genau. Ich bin Krankenschwester. An ganz schlimmen Tagen schließe ich mich auf dem Stationsklo ein und sitze auf dem heruntergeklappten Deckel. Ich muss gar nicht. Ich habe ohnehin seit Stunden nichts gegessen oder getrunken. Ich sitze nur da und starre auf meine weißen Stationsschuhe, an denen Spuren der letzten Stunden kleben. Urin, Kot, Desinfektionsmittel, Blut. Das Stationsklo hat kein Fenster. Mit dem Licht springt automatisch eine Lüftung an. Mit dem Rauschen in den Ohren sitze ich da und denke an Rehe, die im Dunkeln bewegungsunfähig auf der Straße stehen und in den Lichtkegel eines Autos starren, das ihnen entgegenrast. Ich denke an sie, weil ich mich genauso fühle. An den ganz schlimmen Tagen erstarre ich manchmal, nur für einen Moment. Nur einmal kurz anhalten, am liebsten die ganze Welt, sich sortieren und dann wieder rausgehen. Versuchen, es irgendwie hinzubekommen, diese Flut an Arbeit zu bewältigen, dieses zu viel an Arbeit und zu wenig an helfenden Händen. Ich öffne Tür um Tür auf diesen endlosen Flur.
Hinter jeder ein anderer Mensch, eine andere Krankheit, ein anderes Bedürfnis. Und jedem versuche ich dann wenigstens ein bisschen zu helfen, das Nötigste zu schaffen, das Bestmögliche zu geben, irgendwie priorisieren und den Kummer aushalten. Das ist jetzt einfach nur die erste Seite gewesen. Und schon die erste Seite hat mich einfach in diese Situation einfach reingeworfen, so, ich kenn's. Bei diesem Buch hatte ich einfach wirklich so viel Kopfnicken drinne, also wirklich so gefühlt bei jeder Seite ging es dann die ganze Zeit so, kenne ich. Fühle ich. Deswegen, ich kann es euch auf jeden Fall mal empfehlen, wenn ihr euch allgemein auch so ein bisschen für die Gesundheitsberufe interessiert. Für mich ein absolutes Jahreshighlight auch gewesen, hat dementsprechend auch 5 Sterne bekommen. Und dann ging es auch direkt weiter mit einem Buch, das ich euch auch wieder einblenden muss, weil ich es leider noch nicht da habe. Und zwar ist es Finding Hope von Rebecca Wedekind. Der 3. Teil der Love Again-Reihe. Und ich glaube, ich erwähne einfach nicht, wie sehr ich die Bücher von Rebecca liebe, weil ich glaube, das ist einfach klar. Ich bin ein absoluter Fan von ihr seit der ersten Stunde. Und ich habe einfach mit diesen Büchern so viel schöne Erfahrungen auch machen dürfen und so viel Schönes auch in den Büchern mit den Protagonisten in dem Setting erleben dürfen. Das ist einfach, ja, es war einfach wunderschön. Werde ich mir aber dieses Jahr auch auf jeden Fall noch für mein Regal holen, weil ich es einfach da haben möchte. Und genau. Dann hatte ich wieder ein Buch gelesen mit einer etwas ernsteren Thematik. Und zwar ist das Ugly Fat Thing von Annie Stone. Auch dieses Buch. Ups. Ich glaube, man sieht's. Ich habe dieses Buch einfach nur geliebt. Hat von mir 5 Sterne bekommen, weil in dem Buch unglaublich viele wichtige Themen angesprochen sind, gerade zum Thema Body Shaming, Körperbild, Körperbildstörungen, Selbstwert, Selbstliebe, Depressionen, Mobbing. Es ist einfach so viel angesprochen worden und auch so gut ausgearbeitet worden, dass ich am Ende des Buches einfach nur da saß und dachte so, ja. Ich muss definitiv ein Stück weit auch mein Verhalten und meine Gedanken so ein bisschen reflektieren, bevor ich irgendwie ja was sage, weil ich bin ja auch nicht perfekt. Und ja, dieses Buch hat mir einfach unglaublich viel gegeben und mir so viel geschenkt, auch an Erkenntnissen, dass ich es euch einfach wirklich auch uneingeschränkt empfehlen kann. Ich finde es auch ultra schade, dass dieses Buch ja keinen Verlag gefunden hat, sondern dann, dass Annie dann halt hergegangen ist und es auch im Self-Publishing rausgebracht hat. Und da ist es schon auch ein Stück weit wie die Bombe eingeschlagen und ich habe es einfach nur geliebt und es ist auch zu Recht. Dann hatte ich weiß gar nicht, in welche Richtung das Buch geht. Ich hatte es euch auch schon mal gezeigt, ich wollte es eigentlich auch aussortieren. Ich habe es aber doch noch behalten, nämlich Bob der Streuner von James Bowen. Mochte ich unglaublich gerne. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe den Film aber jetzt auch noch nicht gesehen. Ich will den auch noch unbedingt sehen. Habe ich auch unglaublich viel mitgenommen. Und ich meine, also das war wirklich so ein, auf der einen Seite so ein richtig zuckersüßes Buch und auf der anderen Seite war das so ein Buch, das einfach die knallharte Realität aufgezeigt hat. Und das war einfach so, ja, also absolute Liebe, was James Bowen da mit seinem Kater halt auch erlebt hat. Mochte ich sehr, sehr gerne. Kann ich euch auch empfehlen. Die Bücherstapel werden größer. Dann hatte ich endlich nochmal ein Fantasy-Buch gelesen. Und zwar ist das Muse of Nightmares 1, das Geheimnis des Träumers. Das ist der erste Band der Muse of Nightmares. Das Muse of Nightmares Buches. Im Englischen ist es ja ein Teil, im Deutschen haben sie es gesplittet in 2 Teile. Mochte ich unglaublich gerne. Es war eins meiner Jahreshighlights. Also allgemein diese Strange the Dreamer, Muse of Nightmares Reihe hat mich einfach träumen lassen, hat mir richtig tolle, wunderschöne Lesestunden beschert. Kann ich euch nur empfehlen. Ich fand einfach den Schreibstil unglaublich poetisch. Ich mochte die Charaktere unglaublich gerne. Also ich hatte echt nichts zu meckern an dem Buch. Upsala. Dann hatte ich noch mal ein Fantasy-Buch gelesen. Also das ist doch ein bisschen mehr Fantasy.
Und zwar Ein Kleid aus Seide und Sternen von Elizabeth Lim und ich warte sehnsüchtig auf Band 2, weil der Cliffhanger war echt böse. Mochte ich unglaublich gerne, weil es einfach Fantasy ist, so mit richtig krassen Mulan-Vibes und ich liebe Mulan und es war einfach genial und ein Highlight für sich und unglaublich toller Schreibstil. Man ist so schnell durch dieses Buch durchgekommen und ich sehe gerade, meine Mama hat beim Lesen eine Leserolle reingemacht. Weil meine Mom hat sich's nämlich kurz danach auch ausgeliehen zum Lesen. Mochte ich unglaublich gerne, kann ich euch nur ans Herz legen. Und ja, absolute Leseempfehlung. Ich freue mich auch auf den zweiten Band Bestickt mit den Tränen des Mondes. Der kommt, meine ich, im Sommer dann raus. Dann geht's weiter zu einem Romance-Roman. Und zwar ist das Love is Loud von Katinka Engel. Ich mochte dieses Buch unglaublich gerne, weil das Setting einfach genial war. Ich meine, in New Orleans oder New Orleans, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und dieses Setting einfach so Au-pair-Mädchen, aber kümmert sich nicht um Kinder, sondern um einen älteren Herren und eine Liebesgeschichte und alles ist bunt und wundervoll und voll mit der Liebe zur Musik und konnte mich auf jeden Fall abholen. Hat von mir, meine ich, 4 oder 4,5 Sterne bekommen, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, 4,5 waren es. Mochte ich unglaublich gerne. Kann ich euch dementsprechend auch auf jeden Fall empfehlen. Dann hatte ich Muse of Nightmares, Das Erwachen der Träumerin, Buch 2. Also die Reihe musste ich dann auch schweren Herzens gehen lassen. Es tat in der Seele weh. Es tat wirklich in der Seele weh. Mochte ich aber unglaublich gerne. Es war ein grandioses Finale. Es war so viel Herzschmerz dabei. Auch wieder so viel Poetisches, so viel Träumerisches. Und ich werde die Reihe auf jeden Fall nochmal rereaden und freue mich da auch schon sehr darauf, sie dann nochmal für mich neu zu entdecken. Dann, ich habe euch das Buch jetzt schon so oft in die Kamera gehalten. Ich schäme mich eigentlich dafür. Silver Crown von Julie Johnson. Habe ich geliebt. Es ist ein Highlight, es ist royal, es ist genial, es ist eine düstere Version von Plötzlich Prinzessin. Es ist ein Highlight gewesen. Es war wirklich ein Highlight. Ich mochte es unglaublich gern. Und ja, dementsprechend absolute Leseempfehlung, wenn ihr royale Geschichten mögt, die so ein bisschen düsterer, ein bisschen von Intrigen gespickt sind. Absolute Leseempfehlung. Dann hatte ich auch noch, passt das jetzt so? Ja. Ace for Abstinence gelesen von Kelly Oram, also den zweiten Band zu Wie ist for Virgin. Und ja, also ich mochte den zweiten Band etwas lieber als den ersten, muss ich ehrlich sagen. Aber auch dieser Band konnte mich nicht so ganz abholen. Irgendwie hat mir da einfach zu viel gefehlt. Es war einfach so, es waren noch so viele ungeklärte Konflikte und hat von mir auch nur 3 Sterne gekriegt. Wobei nur, es sind 3 Sterne, also es war ganz okay. Man konnte es lesen oder in meinem Fall hören. Genau. Dann hatte ich ja ein. Oh Gott, wie sieht denn das Buch aus? Ja, okay. Ich glaube, da wurde sehr viel geliebt dran. Okay. Aber ich habe auch noch Midnight Chronicles von Bianca Iosivoni und Laura Kneidel gelesen. Das ist jetzt der erste Band, Schattenblick. War ganz okay. Ich hätte mir ein bisschen mehr Fantasy-Anteil gewünscht. Der New Adult-Anteil war jetzt auch nicht so hoch. Also beziehungsweise allgemein diese Romance-Schiene waren jetzt nicht so hoch. Konnte mich fesseln, werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Hat von mir, meine ich, 3 oder 3,5 Sterne bekommen. War ganz okay, aber ja, jetzt mal gucken, wann ich. Ob ich den zweiten Band dann auch tatsächlich lesen werde. Ich sehe aber jetzt auch schon gerade, das Video ist wieder super lang. Sorry. Aber wir kommen jetzt zum vorletzten Buch. Dann haben wir es auch schon geschafft. Und zwar ist das It Was Always Love
von Nicola Hotel aus dem KISS Verlag. Und ich habe hier wirklich mein Boy gefunden. Also es ist wirklich, ich habe ihn geliebt. Ich habe Noah geliebt. Ich habe Aubrey geliebt. Ich habe die Thematik der Geschichte geliebt. Ich habe das Setting geliebt. Ich mochte die Nebencharaktere. Ich habe mich einfach zu Hause gefühlt. Und ich kann es kaum erwarten, was Neues von Nicola Hotel zu lesen, weil es ja kommt wieder was von ihr. Und ja, konnte mich einfach absolut begeistern und abholen. War ein Jahreshighlight. Ich verliere da jetzt auch echt nicht zu viele Worte darüber. Und dann hatten wir zum Schluss auch nochmal ein Buch aus dem Self-Publishing. Und zwar, The Dreams We Had von Ella McQueen. Das ist der erste Band der Highland Love Affairs. Und auch dieses Buch habe ich euch schon ausführlicher vorgestellt. War für mich ein absolutes Highlight, weil, Schottland, Highlands, ich bin, I'm in, ja, gib's mir und ich bin da total in der Geschichte. Wenn die Protagonisten auch noch stimmen, was in diesem Buch einfach auch wirklich der Fall war. Absolute Liebe und am 13. Februar erscheint da auch schon der zweite Band mit einem anderen Protagonisten, den wir auch schon kennen aus diesem Buch. Und es ist einfach, ich freue mich und gerade auf diesen Protagonisten freue ich mich dann auch wirklich sehr. Kann ich euch aber auch wirklich nur empfehlen, euch mal die Bücher von Ella anzuschauen und ja, genau. So, jetzt habe ich aber auch schon wieder fast... Okay. Die halbe Stunde voll gemacht. Ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß beim Schauen des Videos und wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal schon wieder und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und ansonsten könnt ihr hier noch ein Video anschauen. Lasst mir gerne einen Daumen da und einen Kommentar, welches der Bücher ihr vielleicht sogar schon gelesen habt oder vielleicht auch noch lesen wollt und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!